Wir sind immer noch auf der Hanfparade und neben mir steht der einzig und wahre Micha. Man muss nur den Vornamen sagen, dich kennt doch sowieso jeder. Hi. Hi. Mein Lieber, was ist das bisher für ein Tag für dich gewesen? Also ich fand es einen sehr gechillten, sehr angenehmen Tag und vor allen Dingen die erste Hanfparade nach der Legalisierungsankündigung. Es wurde Zeit. Ist eine ganz besondere Stimmung und ich freue mich, wenn die Hemmungen fallen. Wann werden die Hemmungen denn deiner Meinung nach endgültig in Deutschland fallen? Na, ich hoffe morgen, ja. Das hat ja sehr wenig mit der Gesetzgebung zu tun. Und ich sag mal, je schneller die Hemmungen fallen, umso schneller ist der Gesetzgeber aufgefordert zu handeln. Ja. Jetzt hat der Gesetzgeber vieles angekündigt. Wie glaubst du daran, dass das auch alles eintreten wird? Haben wir noch viele Hürden zu meistern? Ist der Kampf noch sehr, sehr hart zu kämpfen? Ja, wir haben noch eine Menge Hürden zu meistern. Hürde 1 ist Eigenanbau, Hürde 2 ist Cannabis Social Clubs, Hürde 3 ist der europäische Binnenmarkt, über den hat bisher kaum einer nachgedacht. Ja. Hürde 4 sind die sich positionierenden Cannabis-Gegner derzeit und Hürde 5 wird die nächste Bundestagswahl sein, weil da müssen die Mehrheitsverhältnisse, damit das schlussendlich so umgesetzt werden kann, wie es geplant ist, so bestehen bleiben, wie sie sind. Du kämpfst diesen Kampf ja auch schon sehr, sehr lange. Wie lange wartest du eigentlich jetzt schon auf die Legalisierung? Also ich habe angefangen, mir bei meiner ersten Körperkontrolle Gedanken zu machen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Da war ich in der 12. Klasse, war ich 17 Jahre alt. Ja. Okay. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, mich damals beim Zoll im Popo-Cookhaus, nenne ich das immer, da gab es so eine Hinten-Reinguckstation, habe ich angefangen, mich da zu beschweren, dass das ja unmöglich ist. Und seitdem habe ich mich auf verschiedene Weise versucht, gegen die Prohibition zu wehren. Hast du den Eindruck, dass die Polizei immer entspannter mit dem Thema umgeht? Ich habe den Eindruck, dass die Polizei außer am Tag der Hanfparade immer entspannter mit dem Thema umgeht. Was mir auf der Hanfparade aufgefallen ist wieder, die mögen kein Wake and Bake. Also ich glaube, die... Ich habe es heute gesehen, ja. Ja, also abends, wie du siehst, ja, auch wenn jetzt gerade auf der Bühne wenig los ist, abends ist hier sehr wenig Polizeipräsenz. Aber bis die Statistik stimmt, sprich bis ein paar Kiffer gefangen haben, ja, bleiben sie immer ein bisschen komisch, ja. Weil in Berlin sind sie nie so streng wie am Tag der Hanfparade. In anderen Städten, wie zum Beispiel in Dortmund, weiß ich aus Erfahrung, oder in Frankfurt, ist die Polizei besonders am Tag zu einer Veranstaltung entspannter als normal. Hier ist es genau umgekehrt. Hier werden Leute für öffentliches Kiffen festgenommen, die normalerweise hier an diesem Platz einen ganz normalen Joint rauchen und nie festgenommen werden. Ja, aber die rauchen, also ich habe gesehen, dass sowieso jeder nur CBD gerade raucht. Also, ja, davon gehen wir ja aus. Die Polizei unterstellt denen ja, das sei THC. Und in so einem geringen Mengenbereich wird das ja noch nicht mal getestet. Das ist ja eine grobe Unverschämtheit. Was ist die wichtigste Botschaft der diesjährigen Hanfparade gewesen an die Politik und an die Leute da draußen? Hanf ist für alle da. Ja, ganz wichtig. Es geht darum, jetzt nicht nur, sage ich mal, die Leute, die sich schon jahrelang mit Cannabis beschäftigt haben, zu erreichen, sondern einen gesellschaftlichen Konsens zu finden, wie wir damit in Zukunft umgehen mit Cannabis, mit der Cannabis-Regulierung. Und deswegen ist es wirklich auch das Motto der diesjährigen Hanfparade, dass Hanf für alle da ist und nicht nur für einen gewissen Teil unserer Gesellschaft. Wenn die Leute da draußen jetzt sagen, ich möchte von diesem Gesicht hier mehr sehen, wo findet man dich? Auf YouTube, Micha, oder auf Instagram, der Micha mit einer 3. Micha, ich bedanke mich bei dir für dieses Interview. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, ihr wisst bei High, wo ihr uns findet. Das war die Hanfparade 2022 aus Berlin. Stay high. Vielen Dank. Bye, bye. Ciao.